viele frische Äpfel. Die gehören auf jeden Fall rein in den Apfelsaft der Plassenburg-Kälterei. Mitte September bis Anfang November ist die Apfelernte. Dann bringen Privatleute oder große LKWs die Äpfel vorbei. Die Kälterei hat ihren Sitz in Bad Berneck. Doch das war nicht immer so. Die Plassenburg-Kälterei wurde 1951 in Kulmbach gegründet. Der Betriebssitz war der Festungsberg unterhalb der Plassenburg in Kulmbach. Der Zweck war, dass die Obstbauern, die 65 Obstbauern, ihr Obst besser erfassen konnten und auch besser vermarkten konnten. Heute produziert und verkauft die Plassenburg-Kälterei rund 2,2 Millionen Liter Saft pro Jahr. Die Plassenburg-Kälterei produziert im Moment 33 verschiedene Sorten. Das fängt an von den Säften. Wir haben die Direktsaftlinie, wir haben dann die Linie aus Konzentrat, dann haben wir die Fruchtnektare und dann gibt es noch die Fruchtsaftgetränke. Ganz neues Segment haben wir im Moment aufgemacht, das sind die alkoholfreien Cocktails. Die haben wir erst seit heuer im Programm drin. Das ist der Pina Colada alkoholfrei und der Sex on the Beach. Allein an Apfelsaft setzt die Kälterei 1 Million Liter im Jahr ab. Der Klassiker ist immer noch der Renner bei den Kunden. Doch bis der Saft in die Flasche kommt, braucht es mehrere Verarbeitungsschritte. Zuerst wäscht einer der insgesamt 19 Mitarbeiter die Äpfel aus dem Silo hinunter zum Förderband im Keller. Dort liest ein Kollege die schlechten Äpfel aus. Die guten werden zur Maische vermahlen. Die Maische wird abgepresst mit einer Bandpresse. Die Verarbeitungsmenge ist ungefähr 10 Tonnen in der Stunde. Nach der Pressung wird der Rohsaft, der fertige Rohsaft, zentrifugiert, damit die Stärke und die Trubstoffe größtenteils abgetrennt werden. Die vorhandenen Mikroorganismen, die im Apfelsaft noch sind, die werden dann mit der Erhitzung abgetötet. Wir erhitzen den Saft kurzzeit auf 92 Grad und werden dann wieder zurückgekühlt auf 20 Grad und dann in den sterilen Tanks eingelagert. Unser Tankvolumen fast 1,4 Millionen Liter ungefähr. Vor der Flaschenabfüllung, die Flaschen werden zuvor gereinigt. In der Flaschenreinigungsmaschine werden durchleuchtet, ob noch irgendwelche Verunreinigungen in der Flasche drin sind oder ob Schäden bei der Flasche sind. Danach kommt der Apfelsaft dann bei 82 Grad heiß in die Flasche gefüllt, wird dran vollgefüllt, damit kein Sauerstoff in der Flasche drin ist. Der Deckel kommt drauf. Nach der Rückkühlung können wir dann in die Etikettiermaschinen, wird es dann eben ausgezeichnet, wie das Produkt heißt, was für Angaben drauf sein müssen, wie das Mindesthaltbarkeitsdatum, die Zutatenliste. Nach der Etikettierung werden dann die Flaschen wieder eingepackt automatisch in die Kästen und finden dann den Weg in unser Vollgutlager. Dort lagern auch noch mal ungefähr 1 Million Flaschen. Oberfranken und Nürnberg sind die Hauptverbreitungsgebiete, aber auch Südthüringen und die nördliche Oberpfalz. LKWs fahren die Kästen zu den Händlern. Der Geschäftsführer weiß, was die Plassenburger Säfte ausmacht. Wir sagen immer, aus der Region für die Region, das ist unser Motto. Wir erfassen die Äpfel aus der Region hier, verarbeiten die Äpfel und vertreiben sie natürlich dann auch wieder in der Region, sodass wir die Umwelt dann schonen damit. Unsere Säfte werden produktschonend verarbeitet, wir füllen sie heiß ab und kühlen sie dann gleich wieder zurück. Damit werden dann die ganzen Vitamine und Mineralstoffe weitestgehend erhalten. Markus Wolfrum ist es wichtig, immer dem Trend der Zeit zu folgen. Wir möchten unser Vertriebsgebiet weiter ausbauen, wir möchten eben neue Kunden dazugewinnen, unser Spektrum ein wenig erweitern, also auch noch neue Säfte dazu machen. Wir möchten die alkoholfreien Cocktails weiter ausbauen, da hätten wir entweder gedacht noch an einen Kai Birinha oder einen Mai Tai. Und dann, was ich mir fürs Frühjahr vorstellen würde, das wäre eine Maibowle. Die Plassenburg-Kälterei wird regelmäßig von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft ausgezeichnet. In diesen Flaschen steckt halt Qualität aus Oberfranken.